und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Team Chaos Public V3 zusammen mit der Astra, dem Lenny, dem Micha, dem Uwe, dem Paul und dem Toledo. Grüße! Hallo! Hallo! Ich bin stolz auf mich. Ein quer durcheinander lesen. Ohne zu atmen. Ach, atmen überbewertet. Apropos, ich hab was zu trinken. Ich sollte mal einen Schluck trinken. Ja, mach das bis dahin, habe ich auch deine Arbeit fertig gemacht. Du hast auf mich gewartet. Das hast du. Beweise. Ich soll's beweisen. Eigentlich mache ich gerade deine Arbeit. Ich hab Videobeweis. Ja, wir haben mal ausnahmsweise mal getauscht. Wo muss ich eigentlich da hin? Da hinten muss ich hin. Ja. Fruchthandel Nordost. Ist das richtig, Astra? Na, da wo das Ausrufezeichen ist. Ja. Ich glaube, ich habe daneben geklickt. Über der 5. Ja. Über der 5, genau. Werde ich schon finden. Theoretisch musst du unter der 8 her. Unter? Dann einfach den Serpentinen nach. Dann kommst du oben an einem anderen Hof vorbei und dann musst du da irgendwo hinten, ganz hinten links. Ja. Was meinst du? Sollen wir noch? Ich weiß nicht, wie groß ist das Feld. Sollte vielleicht auch mal Details anmachen. Nee, die 3 schaffen wir nicht mehr. Oder? Wahrscheinlich. Da Walzen drauf, muss er doch ein paar Mal fahren, ne? Ja, ja. 6 ist zu groß, da wäre aber auch Hafer drauf. Nee, Hafer dauert zu lange. Geht ja eigentlich nur um die Fläche, ob es lange dauert oder nicht. Ja. Weil der begrenzende Faktor ist nicht, wie schnell du das Zeug weggefahren kriegst, weil da kann man im Zweifel noch einen zweiten Abfahrer mitschicken, sondern der begrenzende Faktor ist der Drescher. Ja. Wieder da. Wie lange haben wir jetzt für die 2 gebraucht? Die ist ja auch nicht besonders groß, ne? Eine Stunde? Ja. Also wir sind gerade bei der 5. Folge. Das heißt ja nur eine danach. Ja, noch eine danach, ja. Ja. Wird schwierig. Können wir 36, 37 können wir gucken. Schaffen wir noch. Kann man machen, wenn ihr seht die eine Folge, die ist eine Feld hier am Hof an, die 23. 36 könnten wir noch machen, da ist Mond drauf. Ja. Ich vertraue dir da voll und ganz. Ihr müsst aber auch bis da runterkommen, ne? Ja, jetzt haben wir auch noch jetzt verknappt 2 Aufnahmen. 2 Folgen. Eine, ja, bin ich unten bin und eine habe ich für zeitlich 36 zu dreschen. Ja, genau. Ja, dann machen wir jetzt Abfahrt. 36. Abfahrt. Ja, dann machen wir das. Ich bin ja zwischenzeit erstmal weg. Ja. Und Mike muss ja von da oben auch runter am Hof vorbei. Dann könnte er den Überschuss in die Dünger- und Saatgutproduktion schmeißen vom Hafer. Wenn er denn Lust hat. Oder verkaufen. Ich würde alles da reinkippen. Dann verkauf, du Sau. Ja. Oh, mit 15 hoch. Es ist ein bisschen steil da, Mike. Ja, ich hab's gemerkt. Aber man kommt hoch. Ja, mit 15 km/h. Ich merke es. Bist du noch schnell unterwegs? Bist du noch nicht an der Steigung angekommen? Und du sagst, es wird noch lustiger. Ja. Wo muss denn der Mond dann eigentlich hin? Hab ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Das leuchtet irgendwo anders. Oh, das leuchtet unten an der Karte beim Fruchthandel Süd. Ja, nicht schlimm, aber der Mond ist ja auch da unten. Oder nicht? Ja, Mond ist aber 36. Das hat da nicht mehr weit. Was er dann? Ja. Komm, du schaffst es. Ah, sehr schön. Mike. Ja.
gut, ja. Du schaffst das. Ich hab's geschafft. Ein bisschen stolz auf dich, Mike. Ja, ich auch. Nee, ich muss weiter hier hoch. Dann hier, ja. Hier, Nasen. Ich bin auch irritiert. Ich gucke die ganze Zeit auf den Chat und denke mir so, da geht nichts ab. Warum guckst du auf den Chat? Weil ich... Nein, ich sage es nicht. Weil lange Zeit OBS krank. Aufhast und erwartest, dass jemand chattet, oder wie? Ja. Schon schwierig mit dir, oder? Ja. Das ja, kommt davon, wenn man zu selten aufnimmt und eher live geht. Auch wenn man es lange nicht mehr war. Ja. Ich hab dich gefragt, wenn du live gehst, aber hast du ja nicht geantwortet. Ach, das war eine ernst gemeinte Frage. So ein abgehobener Streamer-Typ bist. Ja, grundsätzlich. Grundsätzlich. Aber ich vermute mal nächste Woche wieder. Wenn die Stimme halbwegs mitmacht. Da ist so ein Herr, der mir ständig auf die Nerven geht mit: Wir müssen doch mal Minecraft schreiben. Spielen. Leute. Ernsthaft? Michael Heilchen kommt. Danke, ihr zwei. Danke. Hast du die Alerts in der Aufnahme an? Nein, ich bin nicht dumm. Ja. Aber danke für 2x23 Monate. Ja. 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 Danke, Paul. Danke, Micha. Ja. Du kannst keine Bremse. Oh. Okay, wie komme ich jetzt da hoch? Ja. Weiß ich nicht, wie du da hochkommst. Mike. Ich fahre niemals über ein Feld. Nein. Würdest du nie machen, der Uwe macht das ja auch nicht. Nein. Okay. Sieht nicht so aus, als würde ich hier hochkommen. Michael ist eine Unterführung, da kannst du hochfahren, da geht ein Weg hoch. Da geht ein Weg hoch? Ja. Ich könnte... Ein Stückchen weiter rechts. Ja. Habe ich mir auch gerade gedacht. Hallo. Lido. Ja. Ich habe jetzt ja nicht mehr allzu viel Zeit, die 23 anzusehen. Machst du das fertig dann, wenn ich anfange? Ja, gib mal Gas. Fang an. Ja, gut. Nehme ich schon hin. Was soll drauf? Machen wir Sonnenblumen. Okay. Hier geht's einfacher hoch. Den direkten Weg, meinst du? Ja. Ja, die Modder haben sich schon was dabei gedacht, dass sie da, ne? Meinst du? Ich glaube. Ja, ich weiß ja nicht. Sind die ganzen Trecker eigentlich alle leer und alle ungewaschen? Damit du dich aufregen kannst. Ja. Ach so, darum. Danke, Tank. Micha, danke. Durch die Halle einfach nicht durchkriegen. Ja. Das ist nur Zuckerrohr, ne? Nein, Sonnenblumen bitte. Pappeln. Bibeln? Juhu. Da fährt ein Toledo. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? 36 ist da unten. Die 2 darf abgegeben werden, wenn da gerade jemand... Ja, mach ich. ...möchte. Ja,
hätte ansonsten Ende der Aufnahme abgegeben. Aber ja, können wir jetzt auch schon machen. Ist er weg? Ist er weg? Ja, super. Wir haben Gelde. Wup, wup. Ja, ist schön. Oh, ja. Vielleicht kann ich hier noch. Weil ich zum Glück nicht alles in die Zähne eingebaut habe. Ich glaube, es hätte Ärger. Der orientierungslose Mike ist unterwegs. Ja, weil ich auch so häufig auf dieser Map spiele. Aber gut, Astrof verfährt sich ja auch. Und woran liegt's? Weil ich ein krankes Etwas bin. Jetzt ja vormittags trotzdem mal so ein bisschen Kartenkunde auf der Karte machen können. Ja. Ich habe... Dem gibt's die Karte als Handbuch, da kannst du da auch gucken. Ich habe, seit ich krank bin, nicht einmal gezockt. Ja, ja. Ist so. Hast du noch nie gespielt? Also in meinem Leben schon. Wir reden jetzt nicht von meinem Kopf, das ist eine andere Sache, also... Die zählt jetzt nicht. Aber die 3 Wochen, wo ich krank war, habe ich nicht einmal gezockt. Ich meine, ich bin nicht extra hochgefahren, aber hätte ich gar nicht hochgemusst. Na, sowas aber auch. Naja. Hui! Oh, Alter, upsi. Nichts passiert. Keiner gesehen. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Wo ich das gerne gesehen hätte. Hab nichts gesehen. Ach Mist. Hat er nicht mehr gezählt? Nee. Aber da steht Stufe 2, 56%. Also doch muss er gezählt haben. Ja, komisch. Fünf Abos, ja. Danke. Während der Aufnahme mal ein Offline-Hype-Train gestartet. Ja. Im Chaos halt. Genau. Du wolltest das so. Du hast ja mal geschrien, quasi. Ich hab gar nicht geschrien. Kennen wir meinen Hals gar nicht. Haben wir alle gehört. Hab ich auch gehört. Ich bin ein... Hype-Trained. Ein taubes Etwas. Ein stilles Etwas. Ich weiß nicht, was ich bin. Ein Mike. Ein Typ, der hofft, am Ende der Folge noch am Zelt anzukommen. Ein Stinker. Der Drescher denn schon am Feld? Ja, ja, der Drescher ist schon am Feld. Ja, sicher. Bin auch fertig wahrscheinlich, was Mike da ist. Das bezweifle ich. Mike, das ist ein Minifeld. Ja, ich sehe das Feld sogar. Es müssen 24.200 Liter abgegeben werden, also noch nicht mal ein Anhänger. Ja, entspannend, das schaffen wir in der einen Folge. Mike muss ja das auch noch abgeben und wieder zurück zum Hof fahren. Ja. Ja. Wir können jetzt schon in dieser Folge sagen, ey, Zuschauer, top, die Wette gilt, schaffen wir es nicht. Top, die Watte quält. Was? Wer quält? Watte. Die Watte, achso. Ah. Aber das war wirklich was. Schreibt's gern in die Kommentare. Ob Mike es überhaupt noch darunter schafft. Darunter schon. Wir haben ja noch ein paar Sekunden. Wo ist der nicht... denn? Ich bin auf der Brücke. Auf welcher Brücke? Ich bin auf der Brücke. Ich bin auf der falschen Brücke. Und ich kann hier nicht drehen. Okay. Ja. Wo bist du? Ich hätte abbiegen müssen. Ja, aber gut. Bist du unter der 38?
Ich bin gleich bei der 41, ja. Aber passt doch. Passt. Hab nur ein bisschen Kapazität. Am Ende der Straße biegen sie rechts ab. Ja. Kann dann nicht lang, deswegen fahre ich wirklich hier die Straße lang. Du hast Zeit! Ja. Der ganze Auftrag passt in den Drescher rein. Also. Ah. Theoretisch. Ich will aber noch am Ende der. Ja, kommt. Hätte ich mit dem Zug doch noch ein bisschen Gas geben müssen, um den Bahnübergang dicht zu machen. Hallo? Einmal aus dem Leben schreien können. Anlauf! Also, liebe Zuschauer, in der nächsten Folge bin ich auch angekommen. Schreibt gern in die Kommentare, ob wir in der nächsten Folge das Feld runterkriegen oder nicht, ob wir failen werden. Hallo, ich fahr Drescher, natürlich. Ja, aber ich gebe ab. Oh. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. Tschüss.